Hallo meine Damen und Herren, hier ist die Nicole Dietz, Niki. Ich bin jetzt hier immer mal wieder gefragt worden in meinen Fußnoten. Wie ist denn das? Narzissmus in der Partnerschaft haben wir jetzt hier lang und breit durch. Wie ist denn das mit Narzissten zu Hause, mit diesen verdeckten, vulnerablen, sonst was? Wie ist das in der Familie? Bin ich in mich gegangen, habe lange auch drauf rumgekaut. Eigentlich ist das genauso wie in der Beziehung. Das kann man gar nicht so auswalzen. Es ist letztendlich egal, ob man einen narzisstischen Geschlechtspartner hat oder eine narzisstische Erzeugerin. Wir als Kind haben natürlich dort ein anderes, dramatischeres Erleben, weil wir noch sehr viel abhängiger sind von dieser Mutterperson. Aber das Verhalten eigentlich ist genau das Gleiche. Es geht um die Vermeidung, um die Zerstörung von Betroffenheit und Nähe. Und die Spielarten sind eigentlich die gleichen wie in der Beziehung. Lügen, Manipulationen, Heimlichkeiten, Schuldzuweisung, Victim Blaming, Drama, 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 Drama. Das Einzige, was ich dazu anbieten kann, ist letztendlich ein kleiner Abriss, wie es bei uns zu Hause war. Das werdet ihr wahrscheinlich wieder erkennen. Ansonsten kann ich euch dazu gar nicht so viel geben, weil die narzisstischen Prozesse, die sich im Elternhaus abspielen, sind genauso individuell wie eure Familien, genauso individuell wie die Beziehungen, die wir haben. Aber es ist immer das gleiche Schema. Und das ist es auch zu Hause. Das sind die gleichen Irren, die sich an uns austoben. Also ich erzähle euch einfach mal, wie es bei uns zu Hause war. Da sind ein paar pikante Nebeninformationen drin, die für euch vielleicht auch von Interesse sind. Und zwar in destruktiven Elternhäusern spielen meistens noch andere Dinge eine Rolle, die nicht erkannt, nicht diagnostiziert, nicht benannt sind. In unserem Fall war es halt, wie gesagt, ich komme aus einer Familie, in der Narzissmus herrscht, ganz klar. Das konnte ich natürlich nicht bezeichnen, nicht vermuten. Ich war dem einfach ausgeliefert. Tatsächlich das Problem, ich breche das mal hier jetzt an dieser Stelle runter auf eine Diagnose, und zwar ist das ADHS. Ja? ADHS ist ein Geschehen, ist ein neurobiologisches Problem, ne? Das liegt an den Reizfiltern, das liegt an den Neurotransmittern, das liegt am Serotonin, am Adrenalin, am Dopamin. Das sind Störungen, die dort reinkommen, ganz spezifische Störungen, die werden aber an anderer Stelle nochmal behandelt. Das ist vererblich. ADHS vererbt sich härter als AIDS. Ungelogen. Wenn irgendjemand ADHS hat, der hat das immer geerbt. Das ist nicht erworben, das ist nie erworben, das ist ererbt. Das ist nämlich auch ein Schaden an der Rübe. Ist so. Und ich weiß, wo das herkommt. Das kommt aus der mütterlichen Linie. Ich kann das zurückführen bis auf meinen Urgroßvater, den Vater meiner Oma mütterlicherseits. Also dem Opa meiner Mutter. Da kommt das hier, der hatte das schon. Aufgrund der Geschichten, die mir überliefert sind, kann man das zweifelsfrei niederlegen. Das war ein ADHS-Schicksal. Meine Oma hatte das auch, ja, und die muss hochintelligent gewesen sein, wie ja viele ADHSler. Meine Mutter war das leider nicht. Ob sie unter der Blödheit ihrer Tochter gelitten hat, ist mir nicht bekannt. Da hat sie sich mir gegenüber zumindest geschlossen gehalten. Denn ich habe in einem alten Buch, das ich dann geerbt hatte, ne, mal ein Kaufmannszeugnis von ihr gefunden, das von Einsen und Auszeichnungen nur so wimmelte. Ja, und die ganzen Ausbildungsbetriebe, die haben sich um sie wirklich förmlich geschlagen. So intelligent war sie. In dem gleichen Buch fand ich eine Abschrift des Zeugnisses meiner Mutter auf einen Kneipenzettel gekriegelt, voller 4 und 5. Zynische Bemerkung über ihre stürmische, unkonzentrierte und unreif alberne Art. So typisch ADS. Ja, davon versuchte sich meine Mutter dann irgendwie zu distanzieren. Das ging dann aber leider irgendwie nicht. Es deutete alles so sehr darauf hin.
Sie hatte immer erzählt, dass sie die Realschule sehr gut abgeschlossen hatte. Hier nun zeigte sich, dass sie also nicht mal die Hauptschule einigermaßen hinter sich gebracht hatte. Verstehe. Also, dass man eine Erzeugerin unzweifelhaft ADS hat, das war sogar auf den alten Fotos ersichtlicher. Es gab nicht eins, auf dem sie keinen Gips trug. In jedem Jahr stand sie breit grinsend neben irgendeinem anderen Weihnachtsmann, immer wieder anders geschient, mal so, mal so, mal so. Jedes Jahr ein Gips. Und ich habe sie trotzdem überhaupt nicht wiedererkannt. Ja? Heiter, unschuldig, offen, schalkhaft. Ein wirklich nettes, witziges Mädchen. Und so habe ich meine bittere und böse Mutter nie erlebt. Das war frappierend. Und auch ihr Körper wies einige heftige Unfallnarben auf, wie das auch typisch für einen ADHS-Lebenslauf ist, die ja impulsiv und rücksichtslos reaktiv sich in alles hineinstürzen und dann in Probleme geraten. Ne? Die hat einige Dinger da mit ins Erwachsenenleben dann geschleift, ein in der Jugend abgerissener, völlig deformierter Fingernagel und ein riesiger, bläulicher, sehr hässlicher Risskrater im Oberschenkel. Sturz aus dem Apfelbaum, abgesplitterte Ast, ne, hängen geblieben, aufgespießt. Möglicherweise hatte sie ihrem sehr jähzornigen, sehr bösartigen, narzisstischen, psychopathischen Vater, der halt als Krüppel aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkam, einen Sohn sein wollen. Denn die erste Tochter war unter tragischen Umständen gestorben, an der hatte er gehangen, wie nichts Gutes. Und sie war immer nur die Zweitbesetzung. Sie war nicht diese erste Tochter. Möglicherweise hat sie versucht, das irgendwie umzudrehen für sich und dann als Sohn Akzeptanz zu finden. Kinder sind da sehr kreativ in ihrer Verzweiflung. Will ich jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall hat sie wahrscheinlich geahnt, dass sie den Platz dieser verlorenen Schwester nie wird einnehmen können. Und sie hatte die typische Hyperaktivität eines ADHSlers. Mein Bruder hat das genauso geerbt. Ich bin davon zum Glück verschont geblieben. Bei mir war die Hyperaktivität eher nach innen gelagert. Das heißt, ich träumte mich weg. Ich war eine Träumliese. Bei mir war diese Hyperaktivität drinnen und bei ihm auch draußen. Der sah schon mit 4 nach einer Runde aus dem Dreirad aus, nur auf dem Parkplatz, ne, kurz dreimal rumgefahren, wie Cassius Clay nach einem 8. Das konnte keiner je nachvollziehen, wie es ein Vierjähriger auf ebener Straße geschafft hatte, sich innerhalb von 12 Minuten eine 88 ins Dreirad zu falten, zwei aufgeschlagene Knie und ein blaues Auge mitzubringen. Rückblickend ist es eigentlich verwunderlich, dass er die Pubertät überhaupt überlebt hat. Der hat einen Schutzengel gehabt, ja. Der hat nur Überstunden gemacht. Der trug Spikes, Pieper und hatte ein super Deo. Der war immer grün und blau, verschwollen und zog irgendwie immer leicht das eine oder andere Bein nach. Das Ganze wurde auch geliefert mit blutverkrusteten Abschürfungen, in denen dann nach Geschmack auch gerne noch etwas Rollsplitt steckte. Leute, in späteren Jahren hatte er dann meistens ein verbogenes Vehikel unter dem Arm, an dem noch leise quietschend leise eiernd ein Rad sich drehte. Meine Mutter nannte es schlicht Wahnsinn. Meine Oma sprach von Pech. Ich meine, mit 2 bis 3 zugekniffenen Augen könnte man das natürlich auch als Pech bezeichnen. Pech beim mit dem Go-Kart schräg den Kannstein rauffahren und dann umkippen. Pech beim mit dem Bollerwagen den steinigen Abhang runterrasen. Pech beim Herumrennen auf der Bullenwiese im roten Trainingsanzug. Allgemein bei Vollbremse in der Kurve auf wechselnden Gefährten. Pech mit dem Staubsauger beim Downhill. Pech beim Turmspringen ins Planschbecken. Beim Weitsprung mit Stelzen. Pech eben. So war das damals bei uns. Und alle, bis auf meinen Vater, der nur jähzornig war,
arbeiteten unerkannt im Untergrund des Wahnsinns. Also mein Bruder und ich hatten es von meiner Mutter geerbt, diese jedenfalls von ihrer Mutter und die von ihrem Vater. Und meine Oma demonstrierte das dann noch im höchsten Alter, unter anderem durch eine nicht abreißende Kette von Haushaltsunfällen. In ihrer ständigen Hektik, die ja dieses ADHS an sich hat, durch diese Hyperaktivität und auch durch diese Unaufmerksamkeit, und teilweise haben wir ADHSler auch so einen, im Schub gerade, ne, so einen Tunnelblick, und dann sehen wir nicht, dass da vor uns ein Glas steht. Wir sehen das nicht. Wir sehen nur die Suppenschüssel. Wir greifen auf diese Suppenschüssel und blunk. Den ganzen Scheißtisch geflutet. Und sie hatte echt einen super Tunnelblick, ungefähr so. Ja, und schmiss alles um, warf es runter und dann zerschlug es gleich ganz weg, ist weg. Jeder einzelne Teller ihres Haushaltes war angeschlagen. Alle Tassen, Gläser, Schüsseln hatten irgendwo einen Bäcker. Die Tischdecken waren komplett mit Soßenflecken schattenvoll, die sich auch nicht mehr auskochen ließen. Ja, wahrscheinlich fett. Sie schaffte es, auch zufällig ganz nebenbei, mal kurz eine ganze Tafel abzuräumen. Und zwar, indem sie den Knopf ihrer Hose beim Einfädeln in die Spitzendecke einfädelte. Und dann, ohne Blick, aufsprang, um irgendwas zu holen und dann losrannte. Wursch, die ganze Decke schleifte hinter ihr. Tja, das habe ich dann geerbt. Und wann immer mir damals jemand ein Glas Milch in die Hand gab, dauerte das genau 12 Sekunden. Dann machte es vernehmlich blunk. Immer auf den guten Teppich runter damit. Auf dem Weg vom Wohnzimmer in die Küche begleitete ein undefinierbarer Geruch, so säuerlich vergoren. Tja, also zumindest ich wusste, das war das Wirken mehrerer Liter antiker Buttermilch in der Auslegware. Ich hatte mich aber nicht nur auf Teppiche spezialisiert, ich konnte die Nummer auch zweifelsfrei auf Sofas. Es war schrecklich. Und wann immer die Familie Freitagabend zu XY ungelöst am Telefon zusammensaß, knabberten jedoch nur 3 ihre Würmer aus der Schüssel. Die 4. Anwesende ausgeschlossen, lag am Boden und sammelte die ganzen Besprengten. Entschuldigung. Sammelte die ganzen Besprengten. So von wegen Aufschüssen. Aus der ganzen alten Buttermilch im Boden. Meine Familie hat schon nichts mehr dazu gesagt. Oh Gott. Und in späteren Jahren waren auch mir Tischdecken mit unauskochbaren Soßen im Blick nur zu gut bekannt. Wenn Tischdecke, dann nur Camouflage. Oder gleich Plastik. Weil wenn da blunk die Buttermilch wieder auf die Decke gegangen ist, dann konnte man die gleich so, ne, als Beutel zur Badewanne tragen und da direkt dann formlos abschütten. Leute, es ist kein Witz, ADHS zu haben, das ist echt kein Witz. Und alle Oberteile haben meistens irgendwo einen frischen Fleck oder die Halo irgendeines Ex-Flecks. Ja, und meistens dann immer auch, man lernt auch als ADHSler unheimlich schwer nach. Das ist hier oben in der Bratzbirne irgendwie auch nicht so gut angelegt. Mit einem keimigen Spüllappen mal kurz. Oh, die kleine Zwischenhand, die kleine Zwischenbehandlung, ne? Ein Freund von mir sagte schon, ach guck mal, ein neuer Fall von exkorporaler Verdauung. Das machen Fliegen ja auch so. Fuck, ey. Wann immer ich auf meine Erzeugerin traf, ja, kam mir mit ausgestreckten Zeigefingern dann aufeinander zu. Ach, hallo, da bist du ja. Übrigens, du hast da was. Ach, übrigens, du auch. Und beide im Chor. Fett? Ich sag nur,
Dr. Beckmanns Fleckenteufel. Ich habe die ganze Galerie. Alle. Ich habe sie alle. Der vergeudet sich seit 3 Generationen den Arsch an uns. Tja. Soweit zur lustigen Version der ganzen Sache. Ich habe mit 35 den Kontakt in mein Elternhaus abgebrochen. Ich war völlig ausgebrannt und wirklich kaputt. Ich wollte meine Energie, auch wenn ich das noch nicht benennen konnte, was da los war, das kam erst viel später, ne? Ich wollte mich nicht mehr in diese lebensfeindlichen und kranken Prozesse investieren. Und an denen kommt man leider nicht vorbei, wenn man ein destruktives Elternhaus hat. Das ist so. Und wann immer ich Kontakt zu dieser Erzeugerin hatte, ging es mir sofort schlechter. Sofort. Solange ich noch kopfüber im Kampfgeschehen steckte. Und das auch noch durch diese unerkannt ablaufende, impulsiv getriggerte ADS auf beiden Seiten, hatte ich keinen Einblick in diese herrschende Dynamik und konnte da auch nicht einwirken und auch keinen Abstand nehmen, sondern steckte immer bis hier oben drin, ne? Oh. Erst im Rückblick konnte ich erkennen, wogegen ich da eigentlich über ein Vierteljahrhundert also erfolglos angetreten war. Meine Erzeugerin hatte nämlich ein Thema mit mir. Die hatte eben nicht nur ADHS, die war eben auch leider noch, gut, ich bin kein Arzt, ich muss mich ein bisschen flach halten, das Eis ist immer dünn, so mit externen Diagnosen und dann noch befangen. Aber aus meiner Entfernung, die jetzt ja mittlerweile auch 15 Jahre ist, würde ich heute schon sagen, das war auf jeden Fall ein narzisstischer Borderliner. Mindestens. Was das heute ist, da scheinen noch ganz andere Dinge, auch schizoaffektive Züge mit Verfolgungswahn, Rumgeschrei, Nerven verlieren. Also gar nicht mal ganz ungefährlich, was da mittlerweile abläuft. Das hat sich halt einfach verhakt, verknupselt. Damals war es auf jeden Fall ein narzisstischer Borderliner. Da bin ich von überzeugt. Das heißt, die war irgendwo auch leer und hatte nichts, ne? Psychopath, und hatte mit mir ein Thema. Ich war lebendig und ich war nicht abgegrenzt. Also super Beute und dann noch HSP, ne? Also hochsensibel. Oh, lecker, lecker, lecker. Und sie schien sich in einer ununterbrochenen Schleife negativer Projektionen auf mich zu befinden, seitdem ich den zu kurzen, stets vorn hochgezogenen Dirndln und der wellig getragenen Strumpfhosen entwachsen war. Da war ich noch unter Kontrolle und ihre Zuckerpüppi. Aber in dem Moment, wo ich anfing, einen eigenen Willen, einen eigenen Charakter, einen eigenen Kopf zu entwickeln und auch gegen sie einstand, war vorbei. Und da war dieses bisschen Quäntchen Liebe, was sie halt aus sich flott machen konnte, weg. Und das kippte für mich unumkehrbar um, ungefähr. Also eigentlich, als mein Bruder kam, da war ich 6. Weil der war ja so hyperaktiv, da drehte sich sowieso nur noch alles um ihn. Aber ich sage mal, mit 10 war das komplett umgekippt. Ja. Ich war ihr Lieblingsopfer. Und jeden kranken Wurm, den sie an ihren kaputten Haken spießte, da schnappte ich hinterher, weil ich wollte ja ihre Akzeptanz, ihre Liebe, ich wollte dazugehören, ich wollte gemocht werden und ich folgte jedem hässlichen Spielzug hilflos, als würde es um etwas Wirkliches und Wichtiges gehen, was es aber ja, wie wir wissen, nicht tat. Es ging um ihren Kick, um ihren Flash, um ihr Drama und darum, dass sie sich selber aus ihrer allzu gefährlich erlebten Wirklichkeit wegbeschäftigte, Fühlen, Betroffenheit, Nähe und einer echten Beziehung auszuweichen. Und dafür missbrauchte sie meine Fähigkeit, meine Talente, meinen Willen und meine Energie, diese Beziehung herzustellen. Ach, was für eine Arschlochnummer, oder? Was für ein Missbrauch. Und Leute, ich kann es euch nur sagen. Raus, weg. Es gibt nichts zu holen. Da ist nichts. Ja, das tut weh, ich weiß. Aber da ist nichts. Nicht für euch. Solange ich mir ihre Liebe noch verdienen wollte, war ich ihr Opfer. Punkt. Das ist das Gleiche mit unseren psychopathischen Beziehungen. Wir haben dort investiert. Wir liebten. Wir wollten diese Liebe retten und zurückholen zu uns. Und außerdem wollten wir davon was haben.
Und es war eine Vertrauensperson. Und darum waren wir Opfer. Das ist der gleiche Konzeptschluss, ne? Seht ihr. Die psychischen Attacken meiner Mutter wurden mit den Jahren aber immer härter, irrer und abartiger. Ne? Die hat halt gemerkt, ihr passiert nichts. Ich blieb im Spiel und stieg ein und versuchte, das zu lenken. Ne? Kontrolle. Ich warnte sie dann irgendwann, sich zusammenzureißen, weil ich sonst sie verlassen würde. Sie riss sich aber nicht zusammen. Ich denke, das konnte sie an irgendeinem Punkt auch gar nicht mehr. Und ich ging. Ich habe gar keine andere Wahl gehabt, wenn ich an ihr nicht zugrunde gehen wollte. Die konnte sich wahrscheinlich gar nicht anders benehmen, die war ein Psychopath. Ich war ihre wichtigste Projektionsfläche, denn ich spiegelte so klein und rein, so klar und weise und ruhig und unbestreitbar alles wieder, was sie mir antat. Ja? Ich gab ihr ein Feedback, ich gab ihr ein Gefühl von Realität für sich selber. Ne? Durch meine Reaktion auf sie. Das war ihre Nahrung, die Reaktion. Das ist genau das Gleiche wie in der Beziehung. Im Endeffekt weiß ich heute, dass sie mich permanent emotional missbrauchte, um sich selbst fühlen zu können, um sich selbst sehen zu können, um sich selbst Realität zu verschaffen und sich psychisch in negativen Affekten zu stabilisieren. Und das funktionierte für sie fast 3 Jahrzehnte völlig kostenlos. Die hat ihren ganzen innerlichen Dreck, je nach Lust und Laune, ungefiltert immer auf mich niederstürzen lassen. Auch als Kind, als Abhängige. Wahnsinn. Wahnsinn. Und sie konnte ja ihre Beziehung zu mir rücksichtslos ausbeuten, weil sie hatte ja gar keine Emotionen in mich investiert. Es ging ja um gar nichts. Es ging ja um nichts. Da hatte sie natürlich auch keine Angst, irgendwas zu verlieren. Ich war einfach eine gesichtslose Schachfigur in ihrem psychischen Tribunal. Und auf meiner Figur stand eben Tochter. Das bedeutete aber gar nichts. Das war meine Rolle. Tochter. Das kaputte Denken und diese massive soziale Inkompetenz verriet sich auch darin, indem sie zwar oft scheinbar mit mir sprach, tatsächlich aber nur in der dritten Person. Wenn ich neben ihr am Tisch saß, sagte sie, naja, meine Tochter isst ja keinen Spinat. Als Baby hat sie ihn sehr gerne gegessen, später dann nicht mehr. Sehr befremdlich. Ich sagte dann früher noch, als ich noch dachte, es ging nur um was, ach, du hast noch eine Tochter? Wieso ist denn die nie hier? Wieso kenne ich die denn nicht? Keine Reaktion. Meine Tochter, jetzt geht's jetzt hier, und es ist egal, ob es sich um eine Beziehung oder um eine Mutter handelt. Meine Tochter, meine, macht sie zu ihrem Eigentum. Das ist meine Tochter, die habe ich gemacht. Damit kann ich tun und lassen, was ich will. Meine Tochter. Da steigt man nicht aus. Da steigt man nicht aus. Und die Lösung aus dem Hollenkonstrukt erschien mir im Rückblick umso wertvoller, eben weil ich noch gar nicht begriffen habe, wie das Feld beschaffen war, in dem ich mich da eigentlich ständig verbrennen ließ. Ich war gegangen, weil ich erkannt hatte, dass meine sogenannte Mutter, die ich dann irgendwann nur noch Erzeugerin nannte, ja hallo, es überhaupt nicht gut mit mir meinte. Ich hatte erkannt, dass kein Gespräch, keine Versöhnung, keine angebliche Einsicht jemals irgendetwas zwischen uns geändert hätte. Das ist genau das Gleiche wie in einer psychopathischen Beziehung. Nichts wird je geklärt und nichts führt je auf ein höheres Plateau. Das bleibt immer im gleichen Schlick stecken, egal was man alles durchgekämpft hat. Es wird nie besser und es entwickelt sich nie weiter. Ja? Und der Plattenarm fällt immer auf die gleiche kaputte Stelle. Immer. Und egal, was sich wiederholte, es änderte sich nicht zum Besseren oder überhaupt. Es änderte sich überhaupt nichts, außer dass es immer schlimmer wurde. Das änderte sich schon. Und ich musste einsehen, dass ich verloren hatte. Meine Liebe, meine Hoffnung, mein Glauben, meine Einlassung, mein Verstehen wollen, meinen Wunsch, eine Familie zu haben, meinen Wunsch, aufgehoben zu sein, meinen Wunsch, irgendwelche Menschen in der Welt zu haben, denen ich was bedeutete, meine emotionale, psychische Arbeit, mein Leid, meine Schmerzen, alles umsonst versenkt geopfert, einer gierigen, völlig emotionslosen, rücksichtslosen Hydra, die nichts davon jemals etwas bedeuten lassen würde. Carpaccio? Und ich musste akzeptieren, dass sich auch nichts ändern würde, solange sie sich nicht ändern würde. Oh,
Möglicherweise fand sie mich einfach nur scheiße. Das gibt es ja durchaus in der Natur, dass Gorillamütter ihre Kinder verstoßen. Keiner weiß warum. Stinkt, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Und ich habe mich abgewendet, weil meine Selbstachtung ein Verbleib in diesem Konstrukt nicht länger erlaubte. Und das wurde noch untermauert, indem ich genau das erlebte, was in einer destruktiven Familie misshandelten Kindern, und das war ich, passierte. Gespräche, Klärung wurde sabotiert und boykottiert, havariert und torpediert. Es wurde nicht nur alles rigoros abgestritten, sondern auch hasserfüllt zurückgeschleudert. Ich meine, die konnten ja nichts in dem Geschäft, ne? Du bist selber schuld daran. Du bist ein schlechter Mensch. Mit dir stimmt was nicht. Du machst wirklich alles falsch. Dich kann man ja gar nicht lieben. Wir konnten gar nicht anders bei jemandem, der so ist wie du. Tja. Mein kleiner Bruder, wie gesagt, der litt auch unter ADS. Der war hyperaktiv und schon in jungem Alter charakterlich, nennen wir das mal, labil. Der stahl wie eine Elster, log ununterbrochen und marodierte ständig an meinem Eigentum. Ich durfte mich davor nicht schützen, denn meine Mutter sagte hassig, das würde er nie tun. Ich kenne meinen Sohn. Wir erinnern uns an das schwarze Schaf und an das Goldkind, ne? Alles Einbildung. Und ich saß da mit meiner Lieblingspuppe und den abgeschnittenen Haar. Und sie sagte, lüg doch nicht, das hast du doch selbst gemacht. Er zerstörte meine Dinge, aber nein, das hat er nicht getan. Dafür ist er ja viel zu klein und das würde er auch nie machen. Da sitzt du und dir wird deine Wahrnehmung zerstört, ne, Gaslighting. Das war ihr viel zu kompliziert, das war ihr viel zu unangenehm, sich darum zu kümmern, dass ihr kleines, goldenes Söhnchen ein Scheißarschloch war. Da hatte die keinen Bock drauf. Und da ich ja sowieso ihr Opfer war und sie sowieso keine Bindung hatte zu mir, schob sie mich über die Klinge. Kam auch schon nicht mehr drauf an. Ja? Und der mit 4 stand schon daneben und feizte mich fies an. Haha, davongekommen. Dafür springt die große Schwester über die Klinge, weil die Eltern glaubten, nee, wieder nicht. Ja? Und Dinge, die er angestellt hatte, dafür wurde ich bestraft. Der hat mich nie gerettet. Nie. Ja? Andererseits, ich sag nur Psychopathen, hing dieses kleine Arschloch wie eine Klette an mir, bestahl mich, kopierte mich, ja, ja, der kopierte mich schon wie ein Psychopath das macht, der spielte schon doppeltes Lottchen, während er mich untenwegs betrog, bestahl und einfach über die Klinge schickte. Es war der Wahnsinn. Und da wächst du dann als hochsensibles Kind auf, das kennt ihr, und musst aufpassen, dass du nicht verrückt wirst. Und viele von uns werden verrückt. Die kriegen den Borderliner. Reaktiv, weil die gar nicht mehr anders können, in diesem Irrsinn, sich zu behaupten. Ich habe Glück gehabt. Ich musste diesen Weg nicht gehen. Andere hatten nicht so viel Glück. Tja. Und dieser durchgehende Betrug, der machte mich schon als Kind krank. Ja? Keiner hörte mir zu, niemand nahm mir ernst, niemand glaubte mir und niemand beschützte mich. Und es gab niemanden, mit dem ich mich darüber austauschen konnte. Und das wog schon im Vorschulalter so schwer, dass ich einfach der Meinung war, mir kann in dieser Familie wirklich alles passieren. Also zog ich mein Vertrauen zurück und wurstelte sie schon mit 10 allein durch meine ganzen Probleme. Und wenn dann aufflog, dass ich in Schwierigkeiten steckte, folgte das übliche elterliche Tribunal. Hast du denn überhaupt kein Vertrauen in uns? Was bist du nur für ein Kind? Was stimmt denn nur nicht mit dir? Alle anderen Kinder sind auch normal. Nur du wieder nicht. Kennt ihr, ne? Mhm. So, meine Mutter hatte natürlich auch mindestens ADHS. Mindestens. Das machte sie zu einer impulsiven, launischen, reizgetriggerten und unberechenbaren Person. Aber das erklärte weder ihre massive Negativität, die Lieblosigkeit, die Rachelust, dieses ständige Verletztsein, die Wutanfälle und die alles überschwemmende, rücksichtslose Aggressivität nicht. Und erst sehr viel später erkannte ich, was da eben wirklich los war, dass eben Narzissmus und wahrscheinlich auch eine Form von schizophrenen Affekten dahinter steckte. Eine Psychopathie, ein Psychopath, meine Mutter ist ein Psychopath. Gesteht man sich jetzt auch nicht so gerne ein. An irgendeiner Stelle ist es besser, man tut's.
Der Auslöser für diese Erkenntnis war übrigens schlicht genial. Ein Engel, mal wieder. Die treten manchmal auf in unser Leben, ja. Da, du kommst da hin und denkst und ahnst nichts Böses und auf einmal taucht ein Engel auf. Vielleicht kann ich euer Engel sein, dass ihr nach dieser Geschichte sagt, Moment mal, Moment mal, das kenne ich doch. Ja, es war eine junge Frau in einer Gesprächsgruppe, die ich geführt habe. Und die erzählte von Mutti, dass sie gezwungen gewesen war, unter dem irren Regime einer Geistesgestörten aufzuwachsen. Und Nachfragen entrollten Schockierendes. Ein Szenario, das mir nur zu gut bekannt war. Ach so. Da war ich aber schon 45. Und ich war schockiert, wie gut sich dieses Borderline-Syndrom auch mit der ADHS ergänzte. Ne? Das geht halt gerne zusammen. Und eben das Borderline-Syndrom ist die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, die ist oft auch noch gekoppelt mit dem Narzissmus, manchmal sogar mit der dissozialen Persönlichkeitsstörung noch oder mit der histrionischen und der passiv-aggressiven. Das, also was da teilweise ins Zimmer kommt, das ist echt kein Mensch, das ist echt eine Diagnose. Das Problem ist einfach, dass die Leute an ihrer Diagnose nicht selber leiden, sondern dass wir drunter leiden. Das ist eben nicht witzig. Und diese Diagnose einer Persönlichkeitsstörung ist immer das erklärte Todesurteil aller zugewandten und ehrlichen Beziehungen. Denn Erkrankten fehlt nicht nur die emotionale und soziale Kompetenz. Sie sind selbstgerecht, selbstherrlich, jederzeit hochaggressiv wegen erlittener heimlicher Demütigungen, absichtlicher Verletzungen, verdeckter Angriffe und perfider Kränkungen. Ja? Die haben zwar überhaupt keine Empfindsamkeit, sind aber hochempfindlich und das dann auch noch auf erfundene Dinge. Entschuldigt bitte, das funktioniert in der Welt einfach nicht, weil die kämpfen ja nur die ganze Zeit im Spiegelkabinett mit sich selber und gegen Windmühlen, ne? Puh, ist so. Und die spielen halt immer nur auf Bande, ne, ziehen immer auf andere und drehen selber ihren Minderwertigkeitsgefühlen und ihren Ängsten in den Hintern. Das ist immer da drüben. Ne? Sie werden versenkt, sie werden erniedrigt. Nee, die sind niedrig, die sind klein. Und ich meine mal unter uns, das stimmt. Die sind niedrig, die sind klein. Die sind widerlich, unliebenswert, fürchterlich, braucht keiner. Stimmt! Stimmt! Nur leider wird das in der Form nicht reflektiert, dass man mal innehalten könnte, oh, ich glaube, ich möchte doch liebenswert sein. Und in dem Moment, wo sich die verkorkste, minderwertige Gefühlslandschaft eines Borderliners im angespielten Opfer abzubilden beginnt, geht es dem Kranken besser. Er erkennt seine Innerlichkeit wieder, aber im Anderen. Er macht sie stellvertretend gegenüber im Anderen wahr, Projektionstransfer, ne? Und hat dann die Macht, den Anderen im eigenen Sinne negativ zu manipulieren. Kontrolle! Ihr ganzes Handeln ist missbräuchlich darauf ausgelegt, sich endlich selber zu spüren und zu erkennen. Das sind ja Zombies, die haben ja nichts. Und dazu hängen sie sich an wen? Richtig, an starke, selbstbewusste, sensible, schlecht abgegrenzte Menschen. Also uns. Einerseits hudeln sie den, meistens heimlich, um eine emotionale Bindung auch für sich selbst zu erzeugen. Und dann bestehlen sie sie ungehemmt. Meine Mutter hat mich auch beklaut. Die hat alles kopiert oder alles, was ich abgestoßen habe, sofort aufgesaugt. Ja? Bis zum heutigen Tage sind meine Dinge, die ich abgelegt habe aus der Jugend, noch in ihren Wohnräumen orchestriert. Das benutzt sie noch heute. Das erkennt man leider immer erst im Rückblick. Sie tun alles, um die Profilkante von ihren Opfern zu kopieren, alles nachzukaufen, nachzuäffen, nachzuplappern und versuchen ununterbrochen, sich an diesen Starken zu spiegeln, um ihre eigene schwindsüchtige Wirklichkeit zu manifestieren. Ja? Und wehe, dieses Spiegelbild versetzt sie in Aufruhr. Da ist Polen offen. Ja? Es bestätigt sie nicht, es widerspricht ihnen, kritisiert sie, dann rasten die rücksichtslos aus, um dieses Gegenüber in einem furiosen Anfall komplett zu zerstören. Der Spiegel zeigt Schmodder, Mist und Dreck, dann wird der zerschlagen. Das ist der Borderliner. Und das ist auch der Psychopath, der Narzisst in Reinkultur. Ja? Das tut denen total gut. Selbstgerecht dampfend legen sie nachher im Zerstörungszug mit stolz erhobenem Haupt einen gesalzenen Abhang
hin. Das haben Sie nicht nötig hier. Ja. Und wenn ein Hormonnebel wieder abgeraucht ist, haben die Kranken meistens überhaupt gar keine Erinnerung mehr an den jüngsten Anfall. Die wissen, das war jetzt nicht gut, aber gerade meine Mutter mit einer schwindsüchtigen sozialen und emotionalen Intelligenz, die haben nicht den Mut und nicht die Kraft und auch nicht den Grips, das zu thematisieren und zu sagen, ich bin ausgerastet, ich weiß aber nicht warum. Hilf mir, das wieder in Ordnung zu bringen. Hilf mir, das zu kleben. Das wird übergangen. Und wenn du darauf einzusteigen versuchst, eskalieren sie das ganze Ding gleich nochmal übers Drama. Ne? Ja, und dieser Defekt im Gehirn macht eben, dass die Emotionen bis zu 9-mal stärker erleben als normale und dass sie leider eben auch im Rausch nicht reflektieren und auch nicht nachlernen können. Das heißt, sie machen immer die gleiche dumme Scheiße, immer wieder, ohne es hier zu bemerken, zu korrigieren, nie zu verstehen, immer die gleiche Scheiße. Eine unendliche Wiederholung von Scheiße. Und die halten in ihrer Raserei auch nicht inne, sind nicht ansprechbar, lernen nicht, veränderten sich nicht. Das heißt, der Irrsinn hört auch niemals auf. Der hört nicht auf. Und egal, welche Schäden ein Borderliner in einer Beziehung anrichtet, das umfasst schon schnell ein nicht mehr finanzierbares emotionales Ausmaß. Ne? Das hält kein Gesunder aus, weil der selber entweder irre wird oder flüchtet. Und da erkennt man dann die Zugehörigkeit zum schizophrenen Formenkreis. Dazu, der Borderliner gehört ja in den schizophrenen Formenkreis. Und dann ist auch erklärt, wo dieser ständige Hass, dieser ununterbrochene Kampf gegen diese ständig erlebten Angriffe, Verletzungen, Kränkungen, Demütigungen herkam. Das musste aber alles sofort gerecht werden, ja, obwohl gar nicht vorhanden. Und das ist der Irrsinn, an dem das System dann in den meisten Fällen irgendwann umkippt. Die Ursache des Ausrasters hat nie existiert. Die hasserfüllten Reaktionen, aber sehr wohl. Und die gingen auch nie mehr weg, weil die auch nicht geklärt wurden, nicht erklärt wurden, nicht entschuldigt wurden. Die waren einfach dermaßen brutal, fies, ätzend und regelrecht abartig. Ja? Und solange diese hochnegativen, aggressiven Projektionen an jemanden funktionieren, stabilisiert sich der Kranke immer wieder kostenlos daran, während er seinen Wirt damit psychisch eiskalt zugrunde richtet. Kriegt er ja gar nicht mit. Kriegt er ja nicht mit. Seit mein Vater berentet ist und ich aus der Familie ausgetreten, hat er jetzt das ganze Haarspektakel am Hals. Es hat sich ja mal an mir ausgetobt. Ja? Und meine 30 Jahre langen Schilderungen war er ja nie willig gewesen, auch nur mal zur Kenntnis zu nehmen. Ja? Das ist doch alles ein Missverständnis, beziehungsweise das sind eher noch dreiste Lügen. Ich kenne meine Frau, das würde die nie sagen, das würde die nie tun, das würde die nie machen. Das muss irgendwie an dir liegen, dass das sich so eskaliert hat. Jetzt, wo er dann tatsächlich mal 3D und live, tagtäglich, ohne psychisches Korrektiv meiner Person, das erleben durfte, was da eigentlich los ist in seiner tollen Ehe mit seiner tollen Frau, hat er sich aber nie für seinen Irrtum, sprich für seine anhaltende Ignoranz bei mir entschuldigt. Der schweigt immer noch alles eisern tot. Jo. Da haben sich zwei gefunden, ne? So eine Hassliebe. Das ist echt eine Hassliebe. Für mich bedeutete das, dass die beiden, obwohl sie sich den ganzen Tag nach Leibeskräften eigentlich gegenseitig die Köpfe einkloppten, solange ich die kenne, trotzdem machten die gemeinsame Sache. Und zwar gegen mich. Ja? Und ein Mensch, der das Leid eines jungen Familienmitglieds, einer abhängigen Person, krude ignoriert, das ist ein Täter. Und das heißt ein Verräter an der Sache. Im Endeffekt ist mein Vater für mich, das kann ich euch ja erzählen, charakterlich eigentlich sogar noch verkommener als seine irre Ehefrau, die ja irgendwo zu einem gewissen Prozentsatz wirklich überhaupt nicht zurechnungsfähig ist, die das nicht mitkriegt, was sie da eigentlich macht und die da eigentlich auch gar nicht anders kann. Aber er hat ja noch irgendwo eine gewisse Wachheit für das, was passiert und hat trotzdem nicht eingegriffen, hat trotzdem nicht zurückgerudert. Verkommen. Echt verkommen. Tja. Am Rand habe ich jetzt irgendwie mitgekriegt, dass sie wohl immer noch verrückter ist. Verfolgungswahn, Eifersuchtsattacken, Wahnvorstellungen, Rachefeldzüge, Boykott, Schreianfälle, Spionage. Der schizophrene Affekt dieses Syndroms hat in den letzten 15 Jahren ungebremst durchgegriffen, wie es normal ist, wenn das nicht unter Therapie gestellt wird. Und das hat den Mensch dahinter total verformt, verschlungen. Und die hat bis zum heutigen Tag nicht auch nur den Hauch eines Einsehens in ihr völlig unangepasstes, destruktives, asoziales, krankes, abartiges Verhalten. Und weil sie über keine emotionale, soziale Intelligenz verfügt,
Reagiert sie in ihrer üblichen narzisstischen Kränkung auf meine soziale, auf meinen sozialen Austritt, wie auf alles andere auch, mit Rache und Boykott? Ihre Rechnung war ganz einfach. Weil ich nicht mehr mit ihr sprach, sprach sie jetzt nicht mehr mit mir. Das hatte ich jetzt davon. Kleine Szene. Viele fragten, warum ich Weihnachten hier alleine saß mit meinen Hunden und meinen Taschen flöhend. Und ich nach Hause fuhr, in den Schoß der Familie. Kurze Antwort: Weil dieser Schoß leider nicht existiert. Ich hatte wundervolle Erinnerungen an meine Weihnachten als Kind, aber zu Hause? Nein, nein. Ich war es so leid, nach Schatten von Kontakt zu haschen und dann immer wieder rigoros abgeklatscht zu werden. Das funktionierte einfach nicht. Und darum habe ich gesagt, lieber alleine als allein in einer Familie, die so um sich selber kreist, die so mit sich selbst beschäftigt ist und die einfach überhaupt kein Eingehen hat, lassen wir es lieber. Ja, das war jetzt mal ein Stück weit meine Geschichte. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Eltern das niemals hören werden, weil die interessieren sich ja nicht für mich. Also, die sind die Letzten, die das hier hören werden. Deswegen, ich glaube, ihr habt das mitgekriegt. Ne? Es ist egal, ob das eine narzisstische Partnerschaft ist oder ein narzisstisches Elternhaus. Das kommt auf den gleichen Weg raus. Und daher sage ich, gehabt euch wohl. Überlegt mal, ob es das alles wert ist, eine Familie zu haben, die einen kaputt macht, oder lieber eine Familie zu haben, die man nicht hat. Aber das ist eine persönliche Entscheidung. Tüdelü.